Herzlich willkommen zum Teil 2. Maurice Höfgen versus Blocktrainer bei Mario Lochner im Interview, im Streitgespräch. Und der erste Teil ist bereits auf YouTube seit gestern. Ich habe gesagt, wenn es ein paar Anfragen gibt zu einem zweiten Teil und wir mehr als 500 Aufrufe schaffen, mache ich noch ein zweites Video. Und hiermit sind wir im zweiten Video. Ich mache mal hier Fullscreen und wir können quasi direkt weitermachen, ohne große Verzögerung. Bislang sehr spannendes Gespräch. Auch erstmal danke für die ganzen Kommentare. Ich habe auch wirklich gutes Feedback bekommen. Viele waren auch, was ich sage, an meiner Meinung. Es gab auch Gegenstimmen. Grundsätzlich gibt es auch ein paar Maurice Höfner-Fanboys, die sagen, der hat immer recht. Auch interessant. Ich bin auch gespannt, wann die Blocktrainer-Community kommt und mir sagt, dass der Blocktrainer immer recht hat. Aber ich denke mal, ich bin neutral genug, um beiden ihre Credits zu geben. Beide machen das sehr gut. Und man muss auch fairer halber sagen, bevor wir jetzt weitermachen, wer so ein Interview auf dem Niveau führt, der ist ja auch nicht so, dass es irgendwie gestaged ist oder geskriptet, sondern da muss jeder irgendwie spontan seine Argumente bringen. Und das ist schon eine extreme Leistung von beiden, sowas irgendwie aus dem Stand raus in einer Interviewsituation zu machen, irgendwie das alles abzurufen, das alles zu können. Deshalb, wenn ich da kritisch bin und auch mal sage, hey, das sehe ich nicht so oder das könnte man anders sehen, dann meine ich das wirklich nicht im Negativen, sondern eher einfach ergänzend, reflektierend. Ich bin mir sicher, beide würden ihre Interviews auch nochmal neu, vielleicht sogar in manchen Teilen anders geben. Aber so ist es nun mal. Das ist eben eine Live-Situation, die hier haben. Und da habe ich größten Respekt davor, das mal vorab. Aber ich war selber schon in solchen Situationen und jeder kennt es, dass der sowas mal gemacht hat, weiß, dass man im Nachhinein vielleicht das eine oder andere nochmal anders formulieren würde und vielleicht auch anders reagiert hätte. Insofern, beide machen das sehr gut und let's go. Blechen verdammt viel für die Miete. Also da geht schnell mal vom Einkommen 40% oder was drauf in den teuren großen Städten. Es war früher normal, sich eine Immobilie zu kaufen. Das ist heute schon für viele nicht normal, für manche unmöglich. Also ist da nicht versteckt, hat er da nicht einen Punkt, dass vielleicht die Preise, ja, sind gestiegen, die Leute haben dann auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche, aber das, woraus wirklich ankommt, haben die Leute viel weniger Wohlstand, Vermögen, Kaufkraft. Vielleicht auch dazu noch ergänzend, das ist wichtig zu verstehen, dieses Beispiel der geteuerten Immobilienpreise ist deshalb eben nicht so einfach nur auf das Thema Geldmengenerweiterung zurückzuführen, weil ein Riesenthema hier ist der sogenannte soziale Wohnungsbau. Auch das wissen wenige. Man hat eine gewisse Zeit lang in Deutschland ganz starken sozialen Wohnungsbau gehabt. Dann, da gibt es auch bei uns in der Stadt ganz viele große Gebäude, Hochhäuser und so, die hat man gebaut. Und in der Zeit lief das alles super. Dann kam aber eine Phase, da war die Zuwanderung nicht mehr so da, da haben die Leute weniger Kinder gekriegt und da hatten man extrem Leerstand und da gab es keinen Bedarf an Sozialwohnungsbau. Und dann hat man diesen Sozialwohnungsbau abgeschafft, man hat im Prinzip nicht abgeschafft, sondern man hat ihn im Prinzip fast auf Null runtergefahren und das ging dann mehrere Jahre so, also ich glaube über 10 Jahre, hat man den Wohnungsbau, Sozialwohnungsbau vernachlässigt und das führte dazu, dass als ich dann die Wende kam, also die Sache sich gedreht hat, hat man keine Wohnungen mehr gehabt für Sozialfälle und für Bürgergeld, also in der Hartz IV und so. Und das führte natürlich zu einem Engpass jetzt, weil Wohnungen und vor allem die Erschließung neues Baulands, das dauert halt einige Jahre. Und dieser Engpass führte unter anderem auch zu den aktuellen Wohnungspreisen und natürlich Zentralisierung. Die Leute wollen mehr in die Innenstadt ziehen. Die ländlichen Regionen sind teilweise leer. Also es gibt ja Wohnungen, aber die Leute wollen halt in Großstädte ziehen, gerade junge Leute. Und dadurch haben wir eben eine Zentralisierung im Bau und dadurch haben wir natürlich auch höhere Preise, vor allem in den Innenstadtlagen. Also das nur auf die Geldmenge zurückzuführen, ist meiner Meinung nach nicht ausreichend. Aber let's go. Wenn man sich jetzt mal für Deutschland die Daten, also erstmal 1971 kann man, also mal Korrelation und Kausalität, also man nimmt dann, man guckt dann 1971, was war die große Änderung, eben Ende Goldstandard, Bretton Woods und danach Fiat-Geld, Geld wird gedruckt aus dem Nichts. Aber danach ist ja noch ganz viel anderes passiert. Wir hatten neoliberale Reformen und. Kurze Einordnung, Bretton Woods Abkommen hat damals Nixon gesagt, das haben die, um den Vietnamkrieg zu finanzieren, haben die entschieden, den
den Goldgedeckt, also den Goldstandard auf den US-Dollar aufzuheben, was dazu führte, dass man im Prinzip nicht mehr ein Gold-Gegenwert zum US-Dollar halten musste. Damit konnten die mehr Kredite aufnehmen, mehr Geld erzeugen, um eben den Krieg zu finanzieren. Und mit diesem Bretton Woods-Abkommen besiegeln viele Bitcoiner oder auch viele Leute, die sich mit dem Geldsystem beschäftigen, den Untergang des Fiat-Systems, weil eben alle weltweiten Währungen sich am US-Dollar orientiert haben und durch die Geldmengenausweiterung von der US-Dollar-Noten entkoppelt vom Goldstandard sozusagen dann eine Inflationsspirale entstanden ist. Und man kann auch sehen, dass es ein Stück weit so ist. Die Entwertung des US-Dollars schreitet stetig voran. Und das heißt, jetzt mit einem Event vor 50 Jahren alles Mögliche erklären zu wollen, wissenschaftlich immer schwierig. Das Zweite ist, wenn man sich für Deutschland mal anguckt, seit 1991, seit also Ost-West zusammen und man das messen kann, haben sich die Preise, der Verbraucherpreisindex, ungefähr verdoppelt. Die Nominallöhne aber auch, sogar noch ein bisschen mehr. Es gibt kleinen Reallohnzuwachs. Das heißt, im Schnitt ist es so, Löhne sind schneller gestiegen als die Inflation. Im Median oder im Durchschnitt? Ja, das Statistische Bundesamt misst den Index insgesamt, Nominallöhne, Lohnsumme. Das ist halt das große Problem, weil wenn sich das umverteilt, einzelne sehr Wohlhabende, dann kann die Gesamtgesellschaft verarmen. Ich komme ja dazu. Also da an der Stelle, ich muss kurz unterbrechen, ich wollte nur nichts Falsches sagen, vielleicht auch nochmal zum Median, zum Durchschnitt. Der Durchschnitt ist einfach nur alle Zahlen addiert, geteilt durch die Anzahl der Zahlen. Und beim Median geht es darum, dass man die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge hintereinander stellt und dann einfach genau die Zahl in der Mitte nimmt und guckt, was ist dann der Mittelwert sozusagen. Da ist schon ein Unterschied, weil viele argumentieren oft im Durchschnittsbereich. Dabei wäre es interessant, weil dieser Durchschnittsbereich, der nimmt quasi oft die Informationen des oberen oder des unteren Maximums quasi, gleicht es quasi aus. Und dadurch hat man das Gefühl, das sei ausgewogen. Aber im Endeffekt geht es schon darum zu gucken, wenn man sagt, ja, die Einkommen sind gestiegen, wenn man den Durchschnitt nimmt, dann könnte man, da hat man das Problem, wenn jetzt zum Beispiel im oberen Segment die Leute exponentiell mehr verdienen und unten die Leute ganz, ganz viel weniger verdienen, würde es trotzdem im Durchschnitt vielleicht sogar aussehen, ob es gut aussehen würde. Und hier kann man im Median ein bisschen die Sache besser einschätzen. Deshalb, der Blocktrainer referenziert relativ häufig auf den Median, wenn es um sowas geht, weil man hier statistisch gerne, gibt es ja den Spruch, keine Statistik ist so gut wie, jede Statistik ist nur so gut wie der sie gefälscht hat. Aber deshalb nur so an der Stelle, da wird über den Median auch diskutiert und let's go. Dass gerade kleine Einkommen eben nicht so viel Zuwachs hatten und dass der Zuwachs auch sogar hätte größer sein können, weil wir deutlich mehr Produktivitätszuwachs hatten. Den haben wir verpennt, Gewerkschaften sind schwach. Natürlich ist die Vermögensschere noch viel weiter auseinandergegangen als die Einkommensschere. Also da ist die Konzentration ungefähr doppelt so stark. Da gibt es Probleme. Nur jetzt pauschal zu sagen, hätten wir in der Zeit weniger Inflation gehabt, wären die Leute nicht so arm, stimmt nicht, weil dann wären die Lohnzuwächse vielleicht auch kleiner gewesen. Es entwickelt sich beides dynamisch. Deswegen, wenn man... Vielleicht an der Stelle auch noch von der Logik her muss man auch verstehen, dadurch, dass Geld einen Grenznutzen hat, das heißt, wenn ich zum Beispiel 3.000 Euro im Monat verdiene und meine Lebenshaltungskosten sind 2.500, bleiben mir nur 500 übrig zum Leben. Wenn ich aber 10.000 verdiene und meine Lebenshaltungskosten sind 2.500, dann sehe ich, dass der Grenznutzen da beginnt, wo ich quasi meine Fixkosten gedeckt habe und dann was übrig habe. Und das ist natürlich deshalb schwierig, weil wenn zum Beispiel jemand 10.000 Euro dann verdient, dann hat er eben sehr, sehr viel mehr zum Sparen. Er kann natürlich auch konsumieren mehr, klar, aber letztendlich ist es so, dass das, was ihm übrig bleibt, ihm zum Vermögenszuwachs prozentual viel mehr hilft, weil wenn ich zum Beispiel 10.000 habe, 2.500 Fixkosten, kann ich 4.000 Euro zur Seite legen, jeden Monat zur Besparung und kann daraus zum Beispiel durch Dividende Einkommen erzeugen. Und wenn ich aber nur 3.000 Euro verdiene und 2.500 Fixkosten habe, kann ich faktisch nach allen Kosten vielleicht noch 200 Euro zur Seite leben, nach vielleicht noch Einkäufen und so weiter. Dann heißt es, ich habe natürlich im Verhältnis zu dem, der 4.000 oder 5.000 Euro zur Seite legen kann und 200 Euro, habe ich natürlich einen Riesenunterschied, was den Vermögenszuwachs und was natürlich auch die passiven Einkommensquellen wie Dividenden zum Beispiel angeht. Und deshalb ist natürlich so, dass der viel mehr hat,
im Grenznutzen des Geldes auch einen exponentiellen Vorteil hatte gegenüber dem Geld. Und das ist was man natürlich berücksichtigen muss, dass eben viele Leute, selbst wenn sie mehr haben, der Grenznutzen des Geldes für sie im Zweifel nicht so hoch ist, weil eben sie nicht über eine gewisse Schwelle drüber kommen. Also der Grenznutzen des Geldes nimmt ab, ja, ab einer gewissen Menge. Und das ist das Entscheidende an der Sache. Und deshalb muss man einfach verstehen, auf der einen Seite gibt es ja auch Dinge, die teurer werden im Rahmen eines solchen inflationären Geldsystems. Das heißt, der Grenznutzen vom Geld verschiebt sich so ein bisschen, umso teurer natürlich die Dinge werden. So zum Thema Geldtheorie, Grenznutzen. Wenn man Politik für kleine Geldbeutel machen will, dann macht man das eben nicht, indem man einfach sagt, gut, wir machen jetzt ein hartes Geld, Bitcoin oder sonst noch was und versuchen damit die Inflation abzutöten, sondern da braucht es eben ein paar mehr Stellhebel. Ich denke, dass wir 2000 Jahre Menschheitsgeschichte haben mit unzähligen Ereignissen, die eigentlich diese Entwicklung der Geldentwertung und der Negativeffekte seit 1971 darstellen. Das fängt beim Römischen Reich an. Wir sehen aber auch viele Volkswirtschaften in der modernen Zeit wie Argentinien. Und man sieht, dass wenn der Staat eben seine Regelmechanismen ausbaut, dass es den Menschen nicht zugute kommt und je größer die Staatsquote wird, desto geringer der Wohlstand innerhalb der Gesellschaft ist. Gerade Argentinien war früher eines der reichsten Länder der Welt und ist mittlerweile von Armut geplagt. Und ich denke, dass diese Entwicklung ein Warnhinweis sein sollte. Selbst die Großbank. Du kannst aber nicht alles auf diesen einen Punkt monokausal zurückführen. Das ist eben das, was es unseriös macht. Du musst schon, okay, gucken, was wurde politisch sonst noch an Stellhebeln verändert. Wir können nach Argentinien gucken. Aber es ist der einzige Punkt, der 2000 Jahre Volkswirtschaften verbindet. Okay. Ich habe auch angelesen, das Buch von Marc Friedrich, bei dem es auch um das Thema Römische Reich, Geld und so angeht. Und das Problem ist ein bisschen, du kannst natürlich diese eine Sache, oder er sagt auch 2000 Jahre, ja, man kann natürlich diese ganzen Geldsystementwicklungen natürlich nicht eins zu eins, das stimmt schon, einfach übertragen auf das, wo wir heute stehen. Wir haben heute ein sehr komplexes globales Finanzsystem. Wir haben damals vielleicht ein regionales, vielleicht ein bisschen überregional. Römische Reich war ja sehr weltumspannend, aber letztendlich kann man das nicht vergleichen mit diesem Handelssystem, das wir heute haben, auf Aktien, mit wahnsinnig großen Volumina, mit Krediten, mit Banken, das alles sozusagen heute in ein Geldsystem umzumünzen, das vor 2000 Jahren funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, und dann zu sagen, das ist alles, hängt alles miteinander zusammen. Das Learning kann man so einfach meiner Meinung nach nicht machen. Aber der Blocktrainer hat natürlich auch seine Bildung in dem Bereich. Ich glaube, der hat sich da mit unter anderem wahrscheinlich als einer der Menschen am meisten damit beschäftigt, was damit zusammenhängt. Ich nehme ihm das auch ab, dass er das wirklich glaubt und dass es da diesen monokausalen Zusammenhang gibt. Insofern bin mal gespannt, was er weiter sagt. Ja, aber über 2000 Jahre irgendwas zu argumentieren, ist sowieso schwierig. Hat sich so viel anderes verändert. Das ist die Frage. Also genau, ja, und das würde ich eben in Zweifel stellen. Also du sagst ja, du sagst nein. Ja, also der Chefökonom Thomas L. Hogan, der damalige Chefökonom des US-Senates, hat die Volkswirtschaften in drei Zeitepochen eingeteilt. Das war einmal der marktbasierte Goldstandard, dann die Gründung der FED unter Einhalten des Bretton Woods-Abkommens, also einem harten Goldstandard, und die Zeitepoche seit 1972 dann dem Fiat-Geldstandard. Okay. Aber jetzt, das ist das, was der Maurice Höfner oft kritisiert. Der Blocktrainer nimmt jetzt wieder ein Einzelargument eines Ökonoms, der wiederum diese drei Zeitepochen beschreibt. Aber vor einer Minute haben wir noch gesagt, es gab eine 2000-jährige Geschichte, die beweist, dass das harte Geld das bessere wäre, weil ja das andere Geld nicht funktioniert hat. Das heißt, wir sind jetzt von A nach Y gesprungen. Also voll gut, dass man dieses Beispiel bringt. Ich finde, das ist interessant. Das ist das, was auch sehr beeindruckend ist. Er hat das quasi on point im Kopf und finde ich auch beeindruckend. Aber letztendlich springt er halt jetzt schon sehr stark von dieser einen Argumentation schon wieder zur nächsten. Also das sind so ein bisschen zurechtgelegte Argumente, die immer gut ankommen, weil sie Zitate enthalten und so weiter. Aber letztendlich hat er mich jetzt damit auch noch nicht überzeugt, weil nur weil er jetzt wieder aufs Bretton Woods-Abkommen und auf die Anteilung von Zeitepochen redet, habe ich noch nicht das Argument, warum das jetzt das ausschlaggebende Argument sein soll. Aber let's go.
hat und hat die Inflationszahlen in diesen Zeiten miteinander verglichen. Der Goldstandard hatte eine Inflation von 0,2%. Das Bretton Woods-Abkommen war dann ein bisschen höher, bei 2,5% oder so. Und seit 1972 haben wir ein Average von über 4% Inflation tatsächlich. Und ein geringeres Wachstum. Und ein geringeres nominales Wirtschaftswachstum. Und das zeigt, dass gerade die Hochinflation, die Hochindustrialisierung zu Zeiten der harten Geldstandards stattgefunden hat und dass eigentlich Wirtschaftswachstum genau seit eben der zentralen Geldschöpfung eingebüßt wurde. Und das sieht man eben wie einen roten Faden durch die Menschheitsgeschichte, dass eigentlich alle Staaten als kleine Staaten starten. Die USA zum Beispiel hatten ganz ursprünglich gar nichts wie eine Mehrwertsteuer oder sowas. Okay. Ja, aber du kannst ja nicht einfach nur die drei Epochen nehmen, auf die drei Entscheidungen gucken, die da gefallen sind und dann sagen, alles, was sich geldpolitisch entwickelt hat, ist auf diese Entscheidung zurückzuführen. Dazwischen waren Kriege, dazwischen waren politische Änderungen, dazwischen waren Sozialreformen, es waren, also das sozusagen nur auf drei Punkte zurückzuführen, das ist eine berechtigte Kritik von Maurice Höfner, das ist sehr, sehr kritisch. So was mittlerweile haben sie auch fast 40-50%, je nach Bundesstaat. Und das zeigt einfach, dass dieser Staatsprozess sehr ausufernd ist und früher oder später eben in dieser Ineffizienz des Staates ganz viel Wohlstand vernichtet. Er nimmt den Bürgern in Form von Inflation erstmal ganz viel weg, um ihn dann sukzessive in einzelnen Teilen, um das Ganze zu steuern, fair zu steuern. Okay, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Jetzt redet er davon, dass der Staat ineffizient ist. Und das ist ja das, was ich auch vorhin oder in meinem letzten Video gesagt habe. Natürlich ist das Thema Inflation und Steuer durch den Staat, Steuerung durch Staat nur dann sinnvoll, wenn der Staat wirtschaftlich und gut mit dem Geld umgeht. Aber er vermischt immer zwei Sachen. Oder augenblicklich vermischt er zwei Sachen. Einmal vermischt er, dass der Staat ineffizient ist, weil er behauptet, durch die Geldmengensteuerung, durch die Zentralbanken, also durch den Staat, sozusagen sei quasi das Geld nicht gut investiert, weil es nicht oder nicht gut allokiert, weil das Geld so einfach verfügbar ist. Und das sei ineffizient. Und das beschreibt er halt mit der Inflation. Okay, bin mal gespannt. Ein paar Sachen zurückgeben. Ich meine, man gibt den Menschen 250 Euro Kindergeld und nimmt denen vorher 45% ihres Einkommens weg. Das ist halt wirklich kein Prozess, der Fairness schafft. Und da sieht man, dass der Staat auch durch seine Bürokratie und diese ganzen Mechanismen einfach sehr viel Wohlstand verdient. Nee, also so ist auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht der Verfechter von hohen Steuern, aber so ist es ja nicht. Also ich nehme nicht den Leuten 45% weg und zahle ihnen dann 250 Euro Kindergeld. Ja, den vielen, die sehr gut verdienen, passiert es. Aber Leuten, die nicht so viel verdienen, die kriegen eben dadurch dieses Kindergeld. Also das heißt, für die viele ist ja Kindergeld eine Aufstockung zu ihrem Gehalt, weil die sonst gar nicht die Kinder entsprechend aufziehen könnten in der Gesellschaft, wie wir sie halt haben, die sehr, sehr teuer ist. Und ich glaube, das letzte Thema, worüber man diskutieren muss, ist Kindergeld. Ich glaube auch, das meint er nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, der ist ein anständiger Kerl. Der meint jetzt nicht, dass Kindergeld irgendwie zu viel sei, sondern er meint vielmehr, dass man das den Leuten wegnimmt und dadurch haben die Leute effektiv weniger für ihre Kinder. Aber eigentlich ist es so, die Leute, denen man es wegnimmt, die haben im Zweifel das Kindergeld gar nicht nötig, weil die hätten das Kindergeld, die haben das Geld. Weil wir haben ja einen Steuersatz, der sukzessive sich ansteigt und deshalb, man nimmt den Leuten ja nicht pauschal 45% weg. 45% hat man ab einem gewissen Einkommen, ja, und im Spitzensteuersatz ein bisschen über 50%, aber da sozusagen hat man ja schon gut verdient. Und da geht es ja auch nicht um die Leute, die das verdienen, bei denen geht es auch nicht um 250 Euro Kindergeld, bei denen geht es darum, dass es geht um die Leute, die das Geld nicht haben und irgendwo muss das Geld halt herkommen. Man kann eben, ganz ehrlich, wenn ich eine Klasse voll Kinder sehe, dann sollte egal sein, was die Eltern verdienen. Allen Kindern sollte es gleich gut gehen, alle sollten die gleichen Chancen haben und alle Kinder sollten glückliche Kindheit haben. Und im Zweifel rede ich jetzt nicht von materialistischen Dingen, sondern von der Chance auf Bildung, von der Chance auf einen sauberen Spielplatz, auf die Möglichkeit, auch mal ein Schullandheim zu besuchen. Und das ist wichtig, dass das alles möglich ist und deshalb ist so Kindergeld zum Beispiel gut. Und wenn man da den Leuten ein bisschen was wegnimmt, da bin ich schon so eingestellt, dann ist es in Ordnung. Kinder sind für mich das Letzte in der Gesellschaft, wo wir sparen sollten. Dann vernichtet. Lass uns das ganz kurz ordnen zu Bürokratie, glaube ich, kommen wir nach noch, da war jetzt sehr viel drin. Nur eine ganz kurze Frage, mit diesen Epochen, kann man die sinnvoll vergleichen? Also ich glaube, es ist bekannt, dass ich jetzt auch nicht gerade Fan von Bürokratie bin und dass ich auch auf der liberalen Seite stehe. Fangen wir mit den Epochen an. Also
vor 2000 Jahren Römisches Reich mit heute, wenn wir uns allein die technologische Entwicklung anschauen, ist das sinnvoll? Ist das nicht eine ganz andere Basis? Zum Beispiel China hat ja mittlerweile es auch schwerer zu wachsen als jetzt vor 30 Jahren. Was das aber ein spannendes Beispiel ist, denn China hat damals eine offene Marktwirtschaft bekommen. Gerade Sonderwirtschaftszonen wie Shenzhen oder Hongkong haben dazu geführt, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung Chinas daran begründet war. China ist gerade dabei, die Unabhängigkeit zum Beispiel von Hongkong zu beenden, und man sieht, dass mit diesem Versuch, staatlich dort einzugreifen, das gesamte Wirtschaftssystem gerade anfängt zu stagnieren und sich zusammenzubrechen. China hat auch historisch gesehen ganz interessante Entwicklungen, wo wir nämlich nicht unbedingt 2000 Jahre für zurückgehen müssen. Das war Maos großer Sprung nach vorne. Anfänglich konnte er die Inflation bekämpfen. Langfristig gesehen hat er auch die Mechanismen der Geldmengenausweitung genutzt, Planwirtschaft eingeführt, immer mehr Preiskontrollen. Das hat am Ende dazu geführt, dass 50 Millionen Menschen verhungert sind. Und ich hoffe, dass das eben den MMTlern bewusst ist, dass es mehr Evidenz dafür gibt, dass ihre Theorie zu ganz viel Leid bisher geführt hat und dass es unzählige Zeitepochen gibt, die das beweisen, und keine einzige, die beweist, dass die Geldmengenausweitung, die unlimitierte, zu was Positivem führt. Vielleicht ganz kurz auch noch, um das zu ergänzen und zu untermauern. Da lacht der Boris Höfner, weil das wieder so ein bisschen ein schwieriges Argument ist. Also, dass quasi die Geldmengenausweitung dazu geführt hat, dass in China die Leute verhungert sind, ist natürlich ein hartes Argument. Da gab es auch andere Aspekte, die man sehen muss. Das ist ein korruptes politisches System, dem es einfach egal war, ob die Leute sterben, muss man dazu sagen. Da geht es um Allokation von Gütern, da geht es um Verantwortung, da geht es um mehr als nur eine Geldmengenausweitung, die damals passiert ist. Man muss aber auch dazu sagen, China, weil er sagt, ja, Chinas wirtschaftliches System bröckelt. China hat ein anderes Konzept von Wirtschaft wie wir in Europa. Oder auch anderes Konzept von Wirtschaft wie die Amerikaner beispielsweise. China arbeitet über Generationen hinweg an Projekten, siehe Seidenstraße-Projekt. Ja? Die kaufen weltweit Häfen, die bauen an das größte Handelsnetzwerk der Welt auf. Die haben übergeordnete Ziele. Ja? Die denken nicht über Einzelpersonen oder über Einzelindividuen, die denken als gesamtheitliches Land. Da ist die Mentalität ein ganz anderes. Natürlich haben die ihren Führerkult mit ihrem Präsident, aber also mit ihrem Vorsitzenden dort, ja. Aber am Ende ist es so, die Chinesen haben volkswirtschaftlich auch ihre Themen, gerade mit den riesen Menschenmassen. Aber China ist eine wachsende Wirtschaftsmacht, die uns in vielen Bereichen mittlerweile überholt hat. Und da jetzt quasi wegen dieser Handelszone oder Geldmengenerweiterung davon auszugehen, dass die ins Struggling kommen, ist schon gewagt. Und da fehlt mir auch ehrlich gesagt die Evidenz dafür. Deshalb der Maurice Höfgen grinst da. Das sind schon viele Punkte, die er da bringt, die einfach reingeworfen sind. Wie gesagt, Respekt vom Blocktrainer, dass der so viel Know-how hat. Aber hier bringt er schon ein paar Sachen zusammen, die, glaube ich, wenn man die aufdröselt und mal genau anschaut, man vielleicht nicht der Meinung sein, am Ende vielleicht nicht derselben Meinung ist wie er. Morgan Stanley, die Großbank Morgan Stanley, schreibt auf ihrer Seite zu MMT, dass es eine gefährliche Theorie ist, die eine überwältigende Evidenz hat für derartige Ereignisse, dass es eben sehr großen Schaden dadurch geben kann, dass man unlimitierte Geldmengenausweitung hat und es keinen Mechanismus gibt, der das noch bremst. Von daher glaube ich auch, dass hier durchaus die MMTler eigentlich sehr allein sind mit dieser Betrachtungsweise und das aus einer eben nicht überprüfbaren zeithistorischen. Kann mir jemand vielleicht in den Kommentaren schreiben, was MMTler ist? Ich komme mir da jetzt quasi nicht. Ich wollte jetzt auch nicht recherchieren während des Videos. MMTler. Sagt mal kurz in die Kommentare, was das bedeutet. Betrachtung machen. Wir haben technologischen Fortschritt, wir haben Weiterentwicklung in unseren Produktionsketten und in all diesen Dingen. Allerdings sind die Mechanismen, die man anwendet, um scheinbar Wohlstand schaffen zu wollen, immer die gleichen. Wir entwerten das Geld, wir schaffen Bürokratie, wir führen Preiskontrollen ein und glauben damit mehr Fairness zu schaffen. Aber schon immer war es so, dass dieser Prozess, ob politisch gewollt oder ungewollt, am Ende korrumpiert wurde. Und diese Korruption, die kann man nicht verhindern. Es gibt auch keine Möglichkeit, wenn ich eine Partei wähle, über das Geldsystem abzustimmen. Ich wähle halt immer nur eine politische Richtung. Aber dieser geldpolitische Prozess, alles unlimitiert zu finanzieren über diesen Sektor, der ist immer da. Und jetzt frage ich nochmal ganz final, um das auszubauen. Was passiert denn, wenn wir einen übermächtigen Staat schaffen, der wirklich unlimitiert Geld erzeugen kann, der in jeden Wirtschaftsprozess eingreifen kann, der einen übermächtigen Polizeistaat erschaffen kann? Aber jetzt, was passiert? Ja, und das ist dieses Grenzthema. Da bin ich so oft, ja gestern im Video drauf eingegangen.
Dieses, was passiert, wenn, und dann kommt eine ganz extreme Perspektive. Der Staat, der alles kontrolliert, der Geldmengen ausweitet. Der Staat hat auch kein Interesse daran, das Geld unendlich auszuweiten, weil er auch seine eigene Handlungsfähigkeit dadurch limitiert. Natürlich kann er Geld ausweiten, aber wenn er Geld inflationiert in extremem Maße, dann wird irgendwann der Bürger das merken, da gibt es Aufstände und dann gibt es auch Probleme. Also der Staat hat ja auch die Aufgabe der inneren Sicherheit und dazu muss der Bürger das Gefühl haben, dass sein Geld, für das er arbeitet, noch Wert hat. Natürlich passieren solche Sachen und nur durch Militär. Auch das Militär will bezahlt werden. Auch das Militär braucht Geld und das muss, darf auch nicht entwertet werden. Also dieses Bild, was wir jetzt gerade gestoppt haben, ist eigentlich ein ganz gutes Symbol dafür, wie die Argumentation ist, dieses erhobene Zeigefinger. Ja, das ist dieses Bild, das er leider manchmal hat, dieses krass extrem gezeichnete Bild. So einen Staat gibt es nicht, sagt Maurice Höfgen. Genau, das ist das Problem. Es gibt schon auch Regime, aber wir leben in einer Demokratie und natürlich wählen wir nur Parteien und nicht das Geldsystem, aber die Parteien, die am Schluss gewählt werden, entscheiden, ob sie Kredite aufnehmen, die Parteien entscheiden, ob sie in die Wirtschaft investieren oder also in ihre Infrastruktur investieren oder nicht. Wir wählen ja in einer Demokratie zum Glück und was er so ein bisschen macht ist, und das ist das, was ich so ein bisschen gefährlich und schade finde, er entwertet die Demokratie immer sehr schnell als ein von korrupten Politikern und Lobbyisten gelenktes Konstrukt, so Deep State-mäßig, dass das quasi überhaupt nicht funktioniert, sondern dass wir hier quasi alle nur Marionetten sind und am Ende machen die doch, was sie wollen. Und durch die Geldmengenausweitung sind wir alle versklavt in deren System. Das ist im Prinzip die Orange-Pillar-Perspektive, out of the Matrix. Wir leben alle in einer Simulation und werden hier gesteuert und die Simulation ist das Geldsystem, mit dem wir alles gesteuert werden. Krasse Perspektive, ich will ihm ja jetzt nichts in den Mund legen, aber das ist das, was rüberkommt und ich kenne den Blog drin ja schon länger und dieser erhobene Zeigefinger ist ein Sinnbild dafür, wie, in welchen Extremen er da denkt und das ist natürlich die George Orwell Perspektive, in der man dann natürlich Angst hat und deshalb dann die Leute, das ist das, was ich schade finde, Bitcoin aus der Perspektive der Angst zu kaufen oder zu empfehlen, halte ich für keine gute Idee. Man sollte immer was Positives damit verbinden. Passiert, einen Moment bitte, ich mache eine hypothetische Welt auf. Was passiert, wenn wir derart viel Macht konzentrieren, durch die Monopolisierung des Geldes beim Staat? Was passiert, wenn dieses Werkzeug aus welchen Gründen auch immer korrumpiert wird und in die falschen Hände gelegt wird? Wie schaffen wir es uns dann als Gesellschaft gegen einen solchen Prozess zu wehren? Ganz kurze. Indem wir Bitcoin kaufen. Darum geht's doch. Also ich glaube, das ist das, wo ich sage, die Geldmengenausweitung per se zu kritisieren, wenn es ein Konterkonzept gibt, dann ist es ja Bitcoin. Also ist doch super. Also dann finde ich, da muss er gar nicht so weit ausholen und auch keine so dystopischen Perspektiven aufzeichnen. Wenn es sowas gibt, dass der Staat das Geldsystem korrumpiert und alles in den Bach runtergeht, dann wird sowieso Bürgeraufstände geben. Da hat es den Staat aber lange nicht mehr gegeben. Ja, oder dann haben wir ganz andere Situationen. Aber Geld in Bitcoin zu verwandeln, geht ja jetzt schon. Also wir haben ja die Lösung. Also da könnt ihr doch jetzt einfach sagen, hey, guck mal, wie cool wir haben, falls so ein System mal kommen würde, haben wir doch Bitcoin. Warum muss man jetzt über die Geldmengenausweitung ewig diskutieren? Das ist so ein bisschen schade an diesem Talk. Es geht nur ständig um die Geldmengenausweitung und darum, wie böse der Staat ist. Und dann versucht Maurice Höfgen zu sagen, nein, der Staat ist doch eigentlich gut. Und das ist so dieses Hin und Her, das finde ich echt ein bisschen anstrengend. Aber let's go. Du darfst gleich antworten. Du hast jetzt zum Geld, also wenn wir mal davon ausgehen, Geld wird jetzt, sagen wir, es wird sogar unendlich gedruckt. Du hast jetzt noch Polizeistaat und Sozialismus und alles Mögliche noch dazu. Also theoretisch könnte es das ja auch ohne geben. Also wenn wir jetzt, gut, okay, dann sind wir schon. Ja, da würde ich widersprechen. Da kannst du. Wer sagt, dass mit einem Bitcoin-Standard nicht ein Polizeistaat entstehen kann? Wer sagt, dass mit einem Bitcoin-Standard nicht ein korrumpierter Staat sich mit Bitcoin gegenseitig bezahlt und die Bürger unterdrückt? Das kann alles auch sein. Bei Wladimir Putin ist auch vollkommen egal, ob der einen Rubel hat oder nicht. Ja, am Ende des Tages hat er eine Armee und unterdrückt sein Volk gerade. So. Und fängt einen Krieg an. Natürlich kann man jetzt sagen, das lässt sich alles nicht finanzieren, wenn es mit Bitcoin wäre. Ja, naja, das wage ich zu bezweifeln. Der ist einer der reichsten Menschen der Welt, wenn nicht der reichste Mensch der Welt. Der hätte im Zweifel auch genug Bitcoin, um einen Krieg zu finanzieren.
Kannst du jetzt den Part... Weil wie viel Staat wir haben, also ob der Staat beispielsweise unser Glasfaser regelt, ob wir Schulen staatlich organisieren oder privat, all das sind ja politische Entscheidungen, über die wir, das will ich auch nochmal sagen, demokratisch abstimmen. Also es ist jetzt nicht der böse Staat, der uns alle autoritär irgendwas aufzwingt, sondern wir entscheiden ja darüber. Per demokratischen Prozessen, über die föderalen Ebenen, recht regelmäßig. Wer uns regiert, wer da die Mehrheiten hat und so weiter. Also wir haben da ja eine Teilhabe. Klingt nämlich so, wenn man dir zuhört, als wären wir irgendwie nur staatsgelenkte kleine Ameisen, hätten gar nichts mitzuerzählen. Das habe ich aber nicht gesagt. Diese Worte legst du mir in den Mund. Die lege ich dir. Ja, das legt er ihm in den Mund, aber es hört sich halt so an. In den Mund, weil so klang das gerade. Da muss ich widersprechen. Ich sehe es vielmehr so wie du. Wir haben maximal eine Teilhabe an diesem Prozess. Wir haben aber als Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, in den Prozess der Geldschöpfung aktiv einzugreifen und zu sagen, es reicht jetzt. Das heißt, wir können zwar die Art und Weise wählen, wie das Geld ausgegeben wird, wir können aber nicht wählen, dass aufgehört wird, dass Geld ausgegeben wird. Und das ist einfach... Doch, jeder persönlich kann entscheiden, ob er sein Haus bespart oder ob er einen Kredit aufnimmt, um sich ein Haus zu kaufen. Oder ob er sagt, ich lebe bescheidener, ich brauche nicht in einem großen Haus leben. Also die Aufnahme von, also den Fernseher zu kaufen bei Mediamarkt-Kredit, 0% Finanzierungskredit, ist auch eine Form der Geldmengenausweitung, wenn das Millionen Menschen machen. Das ist ja wie der Veganer, der sagt, du bist, oder der Nicht-Veganer, der sagt, ich habe gar keine Wahl, ich muss Fleisch essen, weil das Fleisch überall im Supermarkt verfügbar ist. Natürlich kann jeder entscheiden, ob er sein Geld, in dem Fall sein Geld eben mit Krediten finanziert. Ich zum Beispiel nehme keine Kredite, also ich entscheide mich dafür, nicht an dieser Geldmengenausweitung teilzunehmen, indem ich keine Kredite nehme. Ja, so einfach ist. Aber dafür investiere ich vielleicht in Aktien in Unternehmen, die wiederum Kredite nehmen. Also bin ich vielleicht Teil dieses Systems, ohne es zu wollen. Aber aktiv entscheide ich mich nicht für Kredite. Also letztendlich konsumiere ich auch zum Beispiel nicht mehr, als ich mir leisten kann. Also bin ich auch nicht jemand, der übermäßig diese Blase aufbläht. Insofern würde ich schon sagen, jeder hat ein bisschen Teil an dieser, jede Teilhabe an diesem Konzept, ein bisschen zumindest. Einfach ein Problem, das gar nicht wahrgenommen wird, von dem auch unser Staat in gewisser Form, wie wir ihn haben, ablenkt, weil vielleicht auch das gar nicht gewünscht ist. Aber da widersprichst du dir da nicht einen Punkt, weil natürlich, wir haben eine Demokratie, wir wählen Parteien, aber es wird ja jetzt nicht demokratisch über jeden, sag mal, es wird jetzt zur Debatte gestellt, wir geben jetzt 10 Milliarden für das aus, ja oder nein. Doch, eigentlich schon. Also beim Bürger wird es nicht befragt, aber es wird halt in den Ausschüssen diskutiert und es wird von den parlamentarischen Vertretern am Schluss abgestimmt. Das ist es ja. Also man wählt eine politische Richtung, dann sitzen da Leute in Ausschüssen und die entscheiden Sachen und dann wird abgestimmt. Und die Abstimmung repräsentiert die Mehrheitswillen, so lange bis eine Neuwahl ist und die Leute vielleicht der Meinung sind, dass die Leute vielleicht einen falsch verstanden haben, wie gerade in der aktuellen Situation vielleicht der Fall in Deutschland. Wobei man muss auch sagen, es haben auch viele die Grüne gewählt und es würden auch viele nochmal die Grünen wählen, selbst wenn man es jetzt nicht gut findet, was die machen oder wenn man der Meinung ist, dass deren Politik schlecht ist. Da gibt es auch wieder, diese ganze Atomdiskussion hatten wir ja auch, bis dann irgendwo in Japan ein Atomkraftwerk halb in die Luft fliegt wegen einem Erdbeben und dann sind plötzlich wieder alle für einen Atomausstieg und alle sagen, das haben wir schon immer gesagt und dann ein paar Jahre später hat es wieder jeder vergessen und alle sagen, ja, Atomkraftwerke müssen angeschaltet bleiben, weil wir sonst einen Engpass mit Energie haben. Das ist so, wir sind alle ein bisschen Fähnchen im Wind manchmal. Weil wir wollen ja nicht 10 Milliarden Kredit für 2.000 Euro Kredit für Becker Lutze, wollen wir doch nicht eine Volksabstimmung machen. Aber das ist die Konsequenz, weil Banken schöpfen dezentral Geld. Becker Lutze geht zur Bank und wenn die sagt, dein Geschäftsmodell ist gut, schöpft die Geld. Dann gibt es mehr Geld als vorher. Wenn du sagst, okay, dafür das wollen wir jetzt ja nicht, auch schon, genau, dafür ja, vermischen wir jetzt ja staatliches Geld und privates Geld. Und wir vermischen auch die Definition von dezentral. Also wir haben vielleicht ein verteiltes Bankensystem, aber bei weitem kein dezentrales, weil das einer zentralen Steuerung unterliegt. Also die Zentralbank gibt den Leitzins vor, Zentralbank greift auch ein, wenn Banken zu viele Kredite vergeben haben und ungedeckt sind, dann retten die Zentralbanken die Banken mit frischem Geld, sie rekapitalisieren. Ja, aber das ist ja auch gut so. Nicht bös gemeint, aber das ist ja gut so, weil eine Bank hat im Prinzip die Assets ihrer Kunden und ja, sie spekulieren damit, aber
Das ist so das Einzige, wo ich sage, da müsste man härter regulieren. Also da wäre vielleicht mehr Zentralisierung besser, dass Banken nicht pleite gehen können, weil sie mit Geldern ihrer Kunden spekulieren. Aber man muss natürlich sagen, so einfach ist es auch nicht, weil Kunden investieren ja, Banken spekulieren ja auch nicht so mit ihren Kundengeldern im Sinne von, dass sie sozusagen das Geld einfach nehmen auf Sparkonten und dann irgendwo rein investieren und dann halt gerettet werden müssen, sondern das sind ja oft Finanzprodukte. Leute kaufen irgendwelche Aktien, kaufen irgendwelche Bonds und kaufen irgendwelche Beteiligungen an irgendwelchen Hochrendite-Sachen und wollen damit Geld verdienen. Also Gier ist am Ende das Problem und nicht zwangsläufig nur die Banken selber, dass die ihre Provisionen nehmen und ihr Geld damit verdienen, den Leuten Fonds anzudrehen und da irgendwas mit dran verdienen. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Kann ja jeder in Bitcoin gehen oder seine Aktien selber kaufen. Aber am Ende des Tages, sage ich mal so, ist quasi die Argumentation, dass Großbanken die kleinen, also dass die Zentralbanken die kleinen Banken retten und damit Sparereinlagen retten, zum Beispiel, halte ich für sinnvoll. Wer da jetzt verantwortlich ist oder nicht, das muss man natürlich auch diskutieren. Regeln für die Banken, ja. Natürlich, das heißt aber, dass es nicht dezentral ist. So eine verteilte Struktur gibt es auch in technischer Sicht, wie ein CDN, Content Delivery Network, was einfach ausgehend von einem Facebook-Server, replizierte Server überall auf der Welt hat, trotzdem unterliegt die Steuerung Facebook. Aber die EZB, ein dezentrales Netzwerk wie Bitcoin unterliegt keiner zentralen Steuerung, als Beispiel, weil jeder Teilnehmer einen eigenen Knotenpunkt darstellt. Das heißt, die Banken sind in dieser Form nicht dezentral, sie unterliegen der zentralen indirekten Steuerung der Zentralbank, weil sie die Regeln für diese Geldschöpfung vorgibt. Wer bestimmt denn jetzt ganz kurz vielleicht? Okay, jetzt hat er gerade Dezentralität erklärt, aber hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun eigentlich, oder? Mal, vielleicht könnt ihr beide in zwei Sätze, wer bestimmt denn über das Geld? Du hast jetzt sehr viel, also wir haben die Notenbanken, du hast aber auch sehr viel über den Staat gesprochen. Wer bestimmt denn über das Geld? Sag du gerne. Es ist die Zentralbank, die aber vor allem den Staat auch finanziert, über Umwege Staatsanleihen kauft und damit dem Staat Geld verschafft. Das heißt, es ist ein... Nee. Der Staat wird finanziert durch die Bürger, die die Steuergelder zahlen. Erstmal, das ist der erste Schritt. Und wenn der Staat darüber hinaus Investitionen tätigen muss, die wiederum dazu führen, dass die Bürger auf Straßen fahren, um besser in die Arbeit zu kommen, Unternehmen besser wirtschaften können, indem sie beispielsweise bessere Logistik haben, auch ein gutes staatliches System und eine Verwaltung, die funktioniert, digitalisiert ist und so weiter, dann hat der Staat die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, um dem Bürgern bessere Infrastruktur zu liefern, um langfristig dafür bessere Einkommen zu kriegen, weil die Steuereinkommen sind auf einem Rekordhoch. Das korreliert natürlich mit den Krediten, die man aufnimmt, weil der Staat investiert in seine Bürger und dann kriegt er dadurch mehr raus, nämlich die Leute sind wirtschaftlicher. Das, ob das immer gut allokiert ist, das Geld, das ist das, worüber es das dritte Mal gesprochen wurde von mir auch. Ob das gut allokiert ist, das ist ja eine Sache, darüber kann man diskutieren. Aber grundsätzlich so, der Staat finanziert sich nicht über die Zentralbanken, sondern über den Bürger, der die Steuerlast abgibt oder über die Unternehmen. In dem Fall, ja, die meisten Bürger zahlen ja ihre Steuer und die Unternehmen zahlen noch viel, viel mehr Steuer, muss man natürlich sagen. Vor allem Deutschland, der Mittelstand. Und da irgendwie, da gibt es viel Ungerechtigkeit. Keine Frage mit Großkonzernen, die im Ausland lizenzieren und dadurch in Deutschland keine Steuern zahlen. Aber da Starbucks bestes Beispiel. Starbucks zahlt in Deutschland fast keine Steuern, aber sie zahlen trotzdem Millionen von Euro Lohnsteuer jeden Tag wahrscheinlich. Alleine dafür, dass sie Leute beschäftigen und schaffen Menschen Lohn und Brot. Und dass sie das tun und dass sie das in Deutschland so tun können, erfordert vielleicht, dass die ein oder anderen Steuervergünstigungen da sind. Ob das gerecht ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema, hat aber eigentlich mit der Geldmengenausweitung und mit der Zentralbank null und gar nichts zu tun. Aber trotzdem, spannende Diskussion weiter. Das ist ein zusammenhängender Prozess. Allerdings ist es die Zentralbank, die eben die Regeln des Preises des Geldes, also den Zins, vorgibt. Stimmt das oder nicht? Das stimmt für staatliche Geldschöpfung, na klar, dafür ist die Zentralbank ja auch geschaffen. Die Zentralbank ist aber quasi eine Behörde des Staates, ne? Also wir erteilen ihr eine Aufgabe, nämlich also wickel quasi Staatsfinanzen ab und sorge dafür, dass die Inflation nicht größer ist als 2% gemessen am Verbraucherpreisindex, auch wenn du den in Frage stellst. Und dafür hast du unabhängig folgende Instrumente. Du kannst den Leitzins erhöhen oder senken oder eben Anleihen kaufen und verkaufen. Das ist das, was die EZB macht. Da ist sie unabhängig. Und klar, damit beeinflusst sie beispielsweise, wie viel Zinskosten hat Christian Lindner als Finanzminister. Aber sie steuert ja auch die Geldmenge damit. Sie steuert nicht die Geldmenge. Aber das sagt die Zentralbank selber. Sie beeinflusst damit natürlich, welche Investitionen von privaten Firmen, Baker Lutz beispielsweise. Nein, aber muss ich dem widersprechen. Nein, warte, lass mal kurz aus. Ich habe dir auch 10 Minuten jetzt gerade zugehört, bis zum Römischen Reich zurück. Ja, okay.
Sie, das gleich. Das ja, gleich. Genau. Ich habe auch. Also, ist okay. Nein, es waren auch 30 wollte Punkte. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber es ist halt tatsächlich nicht wahr. Die Zentralbank aber gerade schreibt auf ihrer Seite, dass sie Geld schöpft. Also sie regelt die Geldmenge. Steht. Nochmal kurz zur Erklärung. Ich finde es so spannend, aber man muss es einfach mal klar nochmal in einem Beispiel machen. Also ich gehe zur Bank und hole mir einen Kredit. Dann wird das Geld dort erzeugt tatsächlich. Die Bank erzeugt einfach mit dem Kredit das Geld in der Datenbank. Warum macht sie das? Weil ich nehme ja das Geld und bezahle jetzt Handwerker dafür. Die kaufen Materialien, die bauen ein Haus. Das Haus ist dann da und das Haus hat einen Wert. Das Haus war vorher nicht da, also wird das Geld, das benötigt wurde, um das Haus zu bauen, wenn das dann erschaffen wurde, ist dieses Geld repräsentativ für das Haus. Die Wertschöpfung steht also dadurch, dass irgendwo Geld erzeugt wird, um dadurch einen Mehrwert zu schaffen, das den Gegenwert repräsentiert. Vereinfacht gesprochen, alle Güter, die da sind, werden, wenn man es von der Geldschöpfung her betrachtet, repräsentiert durch ein Gegenstück in Geld. So, vereinfacht gesprochen. Das ist nicht immer so und es ist nicht immer effizient, aber es könnte man so sehen. Was ist dann die Inflation? Inflation sorgt dafür, dass das Geld auch ein Stück weit wieder entwertet wird, weil das Haus genauso entwertet ist. Das Haus wird ja von Jahr zu Jahr weniger wert eigentlich, erstmal, weil es auch verfällt. Das Dach muss neu gemacht werden, es muss instand gehalten werden. Das heißt, würde man nichts am Haus tun, würde es nach 40 Jahren irgendwie kaputt sein, die Rohre wären kaputt, die Heizung wäre kaputt, das Dach wäre kaputt, das Haus wäre viel, viel weniger wert. Also kann das Geld, das dem entgegensteht, auch nicht repräsentativ immer gleich viel wert sein. Das kann nicht sein, weil letztendlich das Geld repräsentativ dafür ja erschaffen wurde. Das Geld wurde erschaffen, um das Haus zu bauen. Also muss das Geld auch ein Stück weit entwertet werden. Das ist so die ganz monokausale Wirtschaftsidee dahinter, wenn man sagt, was passiert da eigentlich konkret? Und in Blocktrainers Welt müsste das Geld mehr wert werden, obwohl das Haus dafür sozusagen schon gebaut ist und eigentlich weniger wert wird. Faktisch ist es so, der Hauserpreis ist gestiegen, aber wegen anderer Faktoren. Aber auch, wie gesagt, nicht jedes Haus, sondern das Haus, das neu gebaut ist, vielleicht teurer oder das da ist seit Jahren. Aber ein Haus, das abrissreif ist, wird deshalb auch nicht dauernd mehr wert. Im Zweifel doch wegen der Grundstückspreise, wegen Verknappung. Das ist wieder dieser Grenzbereich bei Immobilien. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist halt wieder so ein interessantes Beispiel. Lass uns weitermachen, bevor ich mir hier noch wieder... Das dauert schon wieder viel zu lang. Wir sind schon wieder 40 Minuten und ich habe, glaube ich, schon wieder 10 Minuten. Da gibt es so viel Potenzial zu reden. Spannend. Steht auf der Seite der Europäischen Zentralbank. Das tut sie deiner Meinung nach nicht. Warum nicht? Nein. Die Zentralbank kann natürlich Geld erzeugen, und zwar Zentralbankgeld. Die Zentralbank ist die einzige Institution, die Zentralbankgeld erzeugen kann. Und sie natürlich sorgt sie dafür, dass die Banken, wenn sie Christian Lindner eine neue Anleihe abkaufen, dass die Banken das mit Zentralbankgeld bezahlen, ist das Geld, was von der Zentralbank kommt. Deswegen hast du recht, wenn du sagst, über Umwege finanziert die Zentralbank den Staat, Christian Lindner. Aber du sagst, die Zentralbank steuert die Geldmenge. Und wenn wir dann darüber sprechen, dass Becker Lutze ja auch zur Bank gehen kann, einen Kredit nimmt, dann würdest du sagen, weil die Zentralbank den Leitzins festlegt, steuert sie quasi, ob Becker Lutze den bekommt, ja oder nein, da würde ich widersprechen. Denn ob die Bank den Kredit an Becker Lutze vergibt, hängt davon ab, ob Becker Lutze kreditwürdig ist, ob sein Geschäftsmodell funktioniert, ob er die Bank überzeugen kann, dass sie das Geld plus Zinsen zurückbekommt. Denn die private Bank, die kann ja nicht Kredite vergeben, die ausfallen. Wenn die Kredite vergeben, die ausfallen, ist das Geschäftsmodell kaputt, dann sind die pleite, dann verdient da auch keiner mehr Geld. Was passiert, wenn das bei Banken passiert, dass sie pleite sind? Es kann sein, dass die Banken gerettet werden, das stimmt, das haben wir auch gesehen, aber... Durch wen werden sie gerettet? Aber die Eigentümer verlieren trotzdem Geld. Und durch wen werden sie gerettet? Natürlich durch den Staat, ja. Aber nein, durch die Zentralbank. Und die Zentralbank rettet die mit was? Mit frischem Geld. Die Zentralbank Das ist sie rekapitalisieren die Banken. Das ist nicht korrekt. Sie packen Geld auf das Balance Sheet. Das ist nicht korrekt, weil die Zentralbank, wenn die Zentralbank der Bank eine Anleihe abkauft, dann ist das für die Bank ein Aktivtausch. Ja. Interessante Perspektive. Diese Kausalität, die da aufgebaut wird, ist immer sehr, sehr spannend bei ihm. Es geht darum, dass eine Bank unwirtschaftlich handelt. Warum? Wird nicht diskutiert, sondern die tut es irgendeinem Grund, dann geht sie pleite und dann muss der Staat sie retten. Aber das hatten wir jetzt mal. Wir hatten die Wirtschaftsfinanzkrise und das ist ja der Grund, warum es Bitcoin gibt. Aufgrund der Finanzkrise gab es die Idee, einen Bitcoin zu schaffen. Und ist auch alles gut. Ich finde die Diskussion an der Stelle ein bisschen, also es dreht sich ganz schön im Kreis. Die Bank verliert eine Anleihe, bekommt dafür aber Zentralbankguthaben. Das verändert netto
die Bilanz der Bank nicht. Aber die Geldmenge, weil die Bank ja vorher Geld geschaffen hat, welches nicht zurückkommt und jetzt nicht zurückkommen muss, weil die Bank jetzt nicht mehr pleite geht. Weil du wechselst jetzt das Spielfeld. Also lass uns zurück ganz kurz. Nicht. Doch, weil du sprichst über drei Sachen. Lass uns zurück zu der Frage, wer steuert die Geldmenge? Du sagst, sie ist zentral gesteuert. Ich sage, sie ist nicht zentral gesteuert, weil die Banken private Kredite vergeben an private Unternehmen. Und das wollen wir auch so. Und das ist auch super gut also für die Marktwirtschaft. Also ist da für dich ein Marktmechanismus drin. Nochmal vereinfacht. Der Blocktrainer sagt, die Banken geben vielleicht dezentral Kredite, also nicht zentral gesteuert an einzelne Unternehmen, aber ob sie den Kredit geben und ob dieser Kredit wirtschaftlich ist, den steuert die Zentralbank ja über seine Zinspolitik und deshalb sei es zentral gesteuert. Und da sagt der Maurice Höfgen, nein, das ist nicht der Fall, weil egal wie die Zinspolitik der EZB aussieht, die Bank muss gucken, ob sozusagen das für sie wirtschaftlich ist. Gerade haben wir das im Immobilienbereich, genau das Thema. Der Leitzins war zu hoch. Viele können jetzt ihre Immobilie nicht mehr finanzieren, weil das Einkommen nicht reicht, um die Zinsen zu decken. Insofern hat der Blocktrainer schon einen Punkt, dass er sagt, naja, dadurch den Leitzins kann man das regeln. Aber warum wurde der Leitzins erhöht? Naja, das hat ja Gründe gehabt. Der Zins wurde erhöht, um die Inflation runterzudrücken. Was ja der Blocktrainer sagt, ist ja das Problem der Geldmengenausweitung. Und das ist ja wiederum auch gut, weil was ist denn passiert? Dadurch, dass der Zins so niedrig war, haben die Leute wahnsinnig viel Kredite aufgenommen und hatten es einfach reinzugehen ins Geldsystem und haben Immobilien gekauft, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Und dadurch haben sie eigentlich sich in eine Situation gebracht, die wiederum ja eigentlich schädlich ist, nämlich die eine Blase bildet. Leute kaufen Dinge, die sie sich nicht leisten können wegen einem niedrigen Zins. Jetzt erhöhen die Banken die Zinsen, machen die Eintrittshürde schwerer. Jetzt ist das auch wieder ein Kritikpunkt. Also irgendeinen Steuerungsmechanismus braucht man halt, um mit diesem Geldsystem umzugehen, um verändernde Situationen wie Energiepreise oder Krieg oder sonst was auszugleichen oder Pandemien. Drin. Selbstverständlich ist ein Marktmechanismus drin. Der ist von der Zentralbank, ich würde sagen, beeinflusst, weil die den Leitzins festlegt und das ist quasi die Untergrenze an Zins, der dann quasi über die privaten Kredite bestimmt. Aber Baker Lutze kann sich ja nicht zum Leitzins finanzieren, weil da gibt es einen Risikoaufschlag beispielsweise. Die Banken wollen Gewinne machen, die Banken müssen ihren ganzen Apparat finanzieren. Das heißt, wenn der Leitzins wie gerade 4,25% ist, dann wird Baker Lutze den Bankkredit eben nicht dafür bekommen. So, und das ist wichtig, kommt noch auf die Laufzeit an, aber das ist wichtig, das zu unterscheiden. Die Zentralbank legt nicht fest, welche Unternehmen bekommen wie viel Kredit. Also das in dem Sinne, aber das implizierst du mit, die Zentralbank steuert die Geldmenge. Sie steuert die Regeln, natürlich. Facebook steuert auch nicht, was die Leute auf Facebook schreiben. Da, Punkt an Blocktrainer, das stimmt. Letztendlich ist es schon so, die Leitzinsen definieren die Mindestmenge und die gucken dann, die regeln dann quasi, was wirtschaftlich gegenüber dem Banker auch ist, weil es die Mindestmenge ist. Insofern hat er schon einen Punkt. Schreiben, dennoch ist es eine zentrale Struktur, die betrieben wird und das ist bei unserem Geld eben auch der Fall. Die Zentralbank gibt die Regeln des Geldes vor und dementsprechend muss sich auch jeder Marktteilnehmer daran halten. Es ist ja keine freie Entscheidung. Ja, klar, zum Beispiel kann ich auch nicht sagen bei der Bank, ich hätte meinen Kredit gerne in Bitcoin. Ja, ich kriege ihn in Euro. Das ist ja auch schon ein Zwang an dieses Geld. Es gibt nur noch einen anderen Punkt, den nicht berücksichtigt. Ich kann mir ja Geld im Ausland holen. Das haben ja viele gemacht, unter anderem das Problem mit der japanischen Krise vor ein paar Wochen. Ja, man kann natürlich auch Geld im Ausland leihen. Also man muss sich nicht bei der Europäischen Zentralbank das Geld holen in dem Sinne, sondern bei den europäischen Banken kann sich im Zweifel auch das Geld woanders leihen. Aber man braucht halt dann auch Sicherheiten. Vielleicht Bitcoin. Dieses Geld, was ausgehend von der Zentralbank ja auch diese Preisstabilität haben soll. Wie soll eine Zentralbank überhaupt das Mandat einer Preisstabilität einhalten können, wenn sie keine Möglichkeit hat, über die Regeln dieses Geldes zu verfügen? Natürlich ist es keine dezentrale Struktur, es ist eine verteilte Struktur, da gebe ich dir auch recht, aber die Regeln dieses Geldes sind zentral an Natur, natürlich. Also halten wir fest, dass es einen massiven Einfluss gibt, aber dass natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, ob das Baker Lutz ist, also Kredit wird dann sozusagen vor Ort entschieden, individuell und nicht von oben per Ort oder Mufti. Und ein Satz noch, selbst wenn die Leitzinsen günstig sind, was wir gesehen haben, kann die Zentralbank nicht dafür sorgen, dass es mehr Kreditnehmer gibt. Also Baker Lutze nimmt einen Kredit auf, wenn sein Geschäft gut läuft, wenn er mehr verkaufen kann. Wenn er das nicht hat, wenn die Wirtschaft stagniert, können die Zinsen auch null sein, dann, das haben wir gesehen in den letzten 10 Jahren. Gibt den schönen Spruch, die Pferde saufen nicht? Man muss sie zur Tränke führen, aber saufen müssen sie selber sozusagen.
Und das ist wichtig zu unterscheiden, weil da kann die Zentralbank sich auf den Kopf stellen. Wenn Bäcker Lutze sagt, oh, gerade lohnt sich nicht, dann geht er nicht zur Bank, dann nimmt er den Kredit nicht, auch wenn es keine Zinsen hat. Mal dazu ein wichtiger Punkt, mal Frage an dich. Mhm. Vor kurzem habe ich ja mit den Herren Krall und Beck gesprochen, da ist sehr oft der Begriff Anmaßung des Wissens gefallen. Ja. Womit maßt sich eigentlich die Zentralbank an, zu wissen, was jetzt der richtige Zins ist? Weil der richtige Zins, der kann ja null sein, der kann auch 50%, also theoretisch kann der ja alles sein. Also woher will denn die Zentralbank wissen, was der richtige Zins ist? Ja, ist eine gute Frage, weil oder? Ja, ich bin zum Beispiel auch dafür, den Leitzins permanent bei null zu lassen. Meinetwegen lassen wir ihn auch bei einer positiven Zahl 1, weil der Zins ist ein Instrument, das betrifft ja alle Verträge, die es in der Volkswirtschaft. Ich weiß, was er meint. Ich gehe davon aus, meine persönliche Meinung ist, die Zentralbank wird sich vor allem an Wirtschaftsdaten orientieren, wie zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt oder eben Arbeitslosenquote, weil letztendlich kann man vor allem an den Arbeitsmarktdaten sehr relativ gut absehen, wenn viele Leute eingestellt werden, wenn viele Leute gesucht werden, haben Unternehmen Nachfrage und dann sieht man auch ein Wachstum. Ich glaube, man kann das auch am Thema In- und Export betrachten. Wie sind die Einkünfte bei Zöllen? Ja, wie sieht das Thema aus? Weil hier wird nur im Augenblick darüber diskutiert, wie das inländische, also das Inlandsprodukt oder die inländischen Verhältnisse der Geldpolitik aussehen. Aber Europa mit seiner Geldpolitik steht ja im Wettbewerb zu den USA. Also was kostet eine Tonne Stahl aus den USA versus eine Tonne Stahl aus Deutschland oder aus Europa? Wie sozusagen sind da die Preisverhältnisse? Also die Geldpolitik, ich glaube, heute ein sehr viel globaleres Thema, war vielleicht schon immer so, aber wenn man es mal so betrachtet, ist Geldmengenpolitik eine Geldpolitik ein sehr globales Thema und natürlich spielen wir innerhalb Europas eine große Rolle, vielleicht die wichtigste Rolle, aber der globale Aspekt spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich denke, da werden viele, viele Daten zusammengefasst und viel analysiert und Modelle gibt es da wahrscheinlich auch genug. Ja, das schade, ich hatte von Maurice Höfgen gehofft, dass er da solche Modelle kennt, gerade als Ökonom, dass die da vielleicht schon auch mehr Wissen in dem Bereich haben, wieso da genau die Zinsfestlegung stattfindet, aber ich denke, da gibt es sicherlich Literatur, die kann man dazu lesen. Volkswirtschaft gibt, die werden dadurch quasi verändert, weil der Preis des Geldes sich verändert. Die Bank, die vor der Leitzinserhöhung einen Immobilienkredit vergeben hat für 1% oder 1,5%, sieht jetzt alt aus, wenn sie 4,5% bekommt für Geld, was sie einfach bei der EZB lässt, ohne Risiko. Also ist quasi die Geschäftsgrundlage von vielen Verträgen in der Wirtschaft geändert worden. Und ja, du hast völlig recht, also der Zins ist kein genaues Instrument, um dafür zu sorgen, dass die Preise jedes Jahr eben genau nur 2% steigen. Der wird überschätzt. Und im Sinne von Anmaßung des Wissens, klar, da wird eine wichtige Variable, die sehr viele Wirtschaftsbereiche und Verträge vor allem betrifft, von einer zentralen Stelle beeinflusst. Ja. Wäre es nicht noch viel besser, wenn der Zins sich durch den Markt ergibt? Weil Zins ist ja nichts anderes als der Preis für Geld, den es hat, um sich Geld zu leihen. Und sich Geld zu leihen sollte ja einer gewissen Bepreisung unterliegen, weil sonst hat es keinen Wert mehr. Das haben wir ja trotzdem zusätzlich, weil auf den Leitzins setzt sich natürlich marktgetrieben, wie kreditwürdig ist Bäcker Lutze, wie risikofreudig ist die Bank und davon hängen dann die Marktzinsen ab. Der Leitzins ist ja nicht der zentral für alles. Aber würde ich dann nicht dadurch, dass ich näher an der Kreditschöpfung stehe, eine bessere Zinskondition bekommen und würde das nicht noch mehr diesen Prozess vorantreiben, den wir eh schon sehen, der Vermögensungleichheit? Wie stehe ich näher an der Geldschöpfung? Also was meinst du damit konkret? Zum Beispiel, indem ich einfach ein absolut für die Volkswirtschaft unabdingliches Unternehmen habe und einfach weiter Kredite bekomme, bevor ich einstürze und dann eine unglaubliche Arbeitslosigkeit nach hinten ziehe. Also er beschreibt Too-Big-to-Fail-Konzepte oder eben Unternehmen, die eigene Banken haben, VW Bank zum Beispiel. Aber ja, das ist ein interessanter Aspekt. Also sozusagen, er nennt es näher an der Geldschöpfung. Man könnte es auch anders sagen, Unternehmen, die so groß und so wichtig sind, dass sie nicht pleite gehen dürfen, weil zu viele Arbeitsplätze oder zu viele soziale Aspekte dranhängen oder vielleicht zu viele politische Sachen. Ich meine, diese Werft, die da gerettet wurde, ist wohl auch ein wichtiger Zulieferer fürs Militär in manchen Bereichen. Wahrscheinlich im Bereich Kriegsschiffbau oder so, ja, davon gehe ich jetzt mal aus, das wurde zumindest so gesagt mal in den Nachrichten. Also es ist ein systemrelevantes Unternehmen. Genau, da klar, da haben die einen Vorteil, aber
ob das jetzt mit einem Bitcoin oder mit einem zentralen harten Geld dann wirklich besser wäre. Ich weiß nicht, müsste man das Unternehmen nicht auch retten dann? Aber könnte es dann im Zweifel nicht, weil nicht genug Bitcoin da sind? Ich weiß nicht. Sind wir da schon mal im Cantillon-Effekt? Das sind wir die ganze Zeit, wenn Zentralgeld geschöpft wird, natürlich. Die als erstes Geld haben, profitieren als erstes, vor allem wenn das Geld neu geschöpft wurde, weil jetzt erstmal Kaufkraft aus der Gesellschaft umverteilt wurde auf neue Marktakteure, die zuerst das Geld nutzen, noch zum aktuellen Preisniveau. Dadurch, dass sie das Geld dann verwenden, schaffen sie ein neues Angebots-Nachfragespiel. Ich verknappe jetzt, dadurch, dass ich mein frisches Geld einsetze, den Brötchenmarkt von mir aus und kaufe ganz viele Brötchen. Was heißt, dass sie es zuerst bekommen? Aber das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Das ist halt nicht in allen Bereichen so. Also gerade das Brötchenbeispiel ist nicht so, weil ich kaufe ja nicht einfach 100 Brötchen. Ich brauche ein Brötchen morgens. Und nur weil ich mehr Geld habe, heißt es nicht. Also ich nehme, es gibt Bereiche, in denen es so ist, ja. Und es gibt Marktwirtschaften, in denen, aber jetzt sozusagen, nur weil ich den großen Kredit nehme, verknappe ich quasi sofort am Markt die ganze verfügbare Menge von Produkten. Ich kaufe ja nur die Produkte, die ich brauche, um zu wachsen. Und ich brauche dagegen ja auch wieder einen Counterpart, der mir das abkauft, zum Beispiel als Unternehmen. Das sind so Aspekte, und die wiederum erzeugen Steuern und Einnahmen. Also das alles sozusagen nur zu verteufeln, finde ich ein bisschen schwierig. Der Cantillon-Effekt ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber es ist eine Randerscheinung der Wirtschaftstheorie. Der kann man nicht immer bei allem anwenden, das glaube ich nicht, aber gut. Es ist ja nicht so, dass jetzt einmal im Monat, sei mal, es werden neu gedruckt, 100 Milliarden und dann stehen die zuerst da und können zuerst rausrennen. Also wie bekommen sie es zuerst? Es geht darum, dass ich in dem Moment, wo ich den Kredit nehme, keine Spareinlage nehme, sondern ich nehme neues Geld. Also Kredite werden aus dem Nichts erzeugt. Und das bedeutet, dass dieses Geld jetzt einfach nominal das Geld, die Kaufkraft der anderen repräsentiert. Aber der Kredit entsteht aus einer Schuldverhältnis. Das Geld, der Kredit muss zurückbezahlt werden und der Kredit muss verzinst werden. Und das heißt, da entsteht ja dann auch wieder was. Und kein Unternehmen nimmt Kredite auf, wenn es dagegen nicht eine Wirtschaftsleistung bringt, die wiederum auch den Kredit rechtfertigt und auch den Kreditzins rechtfertigt. Also nur das Argument reicht mir nicht. Und das heißt, ich kann das jetzt einsetzen am Markt, und beeinflusse damit ja Preise. Ich setze mein Geld ein, kaufe jetzt zum Beispiel Brötchen, Autos, was auch immer mit diesem Geld. Jetzt steigen die Preise. Danach ist das Geld ja auch angekommen beim Brötchenproduzenten, beim Autobauer oder sonst wo. Der bezahlt seine Mitarbeiter. Und so verteilt sich das Geld auch nach und nach durch die Gesellschaft, aber eben langsamer. Die Leute, bei denen es dann ankommt, für die sind ja jetzt schon neue Preise da. Die Autos sind teurer. Ja, wie gesagt, es ist schwierig, da jetzt ewig das immer wieder gleich zu sagen. Ja, aber das ist nicht ein linear-kausaler Effekt. Geworden und so weiter. Das ist der Cantillon-Effekt. Aber das ist ja eine Annahme, die du einfach so einbaust. Du beweist nicht, warum die Preise steigen. Du nimmst Angebot es einfach in deine Story ein. Aber warum sollen die Preise steigen? Weil jemand ja, wenn er einen neuen Kredit schöpft, dann konsumiert und das Angebot und Nachfrage erzeugt. Aber die zusätzliche Nachfrage führt doch nicht sofort zu steigenden Preisen. Ja, aber das ist ja trotzdem ein Prozess, der das passiert. Das stimmt beim Bitcoin beispielsweise, weil der Bitcoin knapp ist. Das stimmt bei allen Dingen. Aber dann müssten ja jeden Monat die Brötchenpreise steigen oder vielleicht sogar jeden Tag, theoretisch um 1 Cent. Ja, im Extremfall passiert das auch, wenn diese Inflation ein gewisses Maß annimmt, sieht man genau das. Also er beschreibt die sogenannte galoppierende Inflation am Ende einer extremen Wirtschaftskrise, in der das Geld entwertet wird, wo man täglich neue Preise bei den Brötchen hat oder am Ende 1.000 Euro für ein Stück Brot zahlt. Aber das ist genau die Gegenthese, die Maurice Höfgen aufbringt und auch der Kollege, der das Ding moderiert hier. Ist das eben, wenn das so wäre, dann würde man linear sehen, dass die Preise extrem steigen, aber das tun sie so auch nicht. Natürlich steigen Preise, wenn Nachfrage steigt und es verknapptes Angebot gibt, aber im Falle der Brötchen halte ich das jetzt für schwierig, aber gut. Ich finde, es gibt Bereiche, da könnte man vielleicht so argumentieren, bei wirklich knappen Gütern, wie zum Beispiel Gold oder Bitcoin, wo man sagt, naja, wenn es eben nur noch ganz wenig gibt, ja diesen Supply-Shock nennt man das, wenn an der Bitcoin-Börse kaum noch Bitcoin da sind, dann steigt der Preis, weil halt die Börsen leer werden und die Leute jetzt sich schnell noch Bitcoin sichern, aber es gibt auch den anderen Effekt, auch immer wieder zurück. Ja, also wenn ein gewisser Grenzpreis erreicht ist, dann werden Leute auch wieder verkaufen, weil sie dann dadurch einen Gewinn sehen, also. Also in Ländern wie der Türkei oder so sieht man, dass genau sowas an der Tagesordnung ist, dass die Preise teilweise täglich in ganz extremen Hyperinflationsphasen, Venezuela war es so, dass sie wirklich teilweise stündlich angepasst wurden. Das passiert. Das ist dann der Extremzustand. Genau. Das passiert aber auch.
Aber das hat nicht nur was mit der Geldmenge zu tun, es hat was mit der Wirtschaftsleistung zu tun. Die Türkei hat ein Problem, weil die Türkei ein hauptsächlich Tourismusland ist wenig eigene Wirtschaftskraft hat und da halt im Augenblick, wenn halt in Europa die Leute sparen, im Zweifel dann halt dort Tourismus ausbleibt, die Leute weniger Geld haben, alle weiteren Sachen finanziert werden müssen. Also die Alternative zur Inflation dort wäre halt extreme Armut und Hunger. Also es wäre auch keine Lösung. Also das Problem ist immer mit diesen Modellen, indem man am Ende sagt, hartes Geld wäre besser, nimmt man quasi die soziale Komponente raus und sagt, naja, der Markt regelt schon, aber am Ende könnte es ja passieren, dass die Leute verhungern, weil es einfach keiner Bitcoin hat am Ende des Tages oder sich kein Bitcoin mehr leisten kann. So einfach ist es halt nicht. Geht aber auch in langsam bei 2% Inflation, nur dass wir es eben nicht so hart wahrnehmen und deswegen scheinen wir uns auch alle damit zufrieden zu geben, dass es so ist, aber der Prozess ist trotzdem da und wir sehen ja, es ist ja evident, dass wir eine zunehmende Vermögensungleichheit haben. Ja, natürlich ist es also dazu gleich alles logisch erklärt. Ja. Lass uns mal ganz kurz bei dem Beispiel bleiben, Bäcker Lutze. Du bist jetzt Bäcker Lutze und ich bekomme jetzt Geld, weil ich mir einen Kredit aufgenommen habe von der Bank. Bei der zweite Filiale. Genau, ich habe eine Filiale und ich nehme jetzt davon 5 Euro weg, um bei dir neue Brötchen zu kaufen. Du bist Bäcker Lutze. Die Nachfrage von mir hattest du vorher nicht. Dann erhöhst du doch nicht die Preise, dann verkaufst du einfach mehr Brötchen. Ja, stopp, Moment. Du gehst ja davon aus, dass Bäcker auch Bäcker. Du bist auch Bäcker und wolltest die Filiale auch haben. Du hast aber diesen Kredit nicht genommen. Jetzt hat Bäcker Lutze durch seinen neuen Kredit eine neue Filiale kaufen können, hat den Immobilienmarkt verknappt und für dich wird die nächste Immobilie in dem Ort teurer. Natürlich ist das der Prozess. Angebot und Nachfrage, so entstehen Preise. Jetzt hast du wieder das Beispiel verändert. Du bist der Bäcker Lutze, ich komme zu dir und kaufe ein Brötchen und ich war vorher noch nie da. Du hast also mehr Nachfrage als vorher. Dann erhöhst du doch nicht gleich die Brötchenpreise. Wenn die Nachfrage steigt, ja natürlich. Nein, du verkaufst mehr Brötchen. Nee, ich habe ja auch, wenn ich mehr Brötchen verkaufe, dann muss ich mehr Zutaten einkaufen, um Brötchen zu produzieren. Genau, aber ich habe ja meine Marge pro Brötchen. Die zahle ich mit den Zutaten, die ich mehr einkaufe. Und die Argumentation, dass ich einen zweiten Bäckerladen eröffne, weil ich jetzt mehr Gewinn mache und damit dem Bäcker um die Ecke, der da eigentlich seinen Bäckerladen machen wollte, den Marktplatz wegnehme, das ist richtig. Und das ist schade für den anderen Bäcker, aber das ist nun mal Marktwirtschaft. Ja, jetzt könnte man sagen, dann hat er Vorteile, weil er näher an der Geldschöpfung ist. Oder man könnte auch sagen, er hat einfach mehr Risiko eingegangen, weil den Kredit, den er aufgenommen hat, den muss er ja auch zurückzahlen. Und dagegen steht ein wirtschaftliches Risiko. Und wenn der den Kredit eben nicht aufnimmt und der kann den Kredit vielleicht auch erst aufnehmen, weil er die erste Filiale mit hohem wirtschaftlichen Risiko aufgebaut hat und den muss er vielleicht sogar als Sicherheit hinterlegen, was der andere, der noch gar keine Filiale hatte oder hat, vielleicht gar nicht aufgenommen hat, weil der könnte ja genauso hergehen, dort eine Filiale aufnehmen und einen Kredit aufnehmen, ist ja ein gleicher Markt, nur der Punkt ist halt, dass er es vielleicht nicht rechtzeitig gemacht hat zum Beispiel, okay, dann haben wir wieder das Thema, das ist halt ein Wettbewerb und das ist freier Markt, das ist das, was ja auch Blocktrainer will, freier Markt und alles regelt sich selber, also dann muss man auch sagen, dann hat halt der Bäcker Pech gehabt, der halt den Kredit nicht aufgenommen hat und nicht rechtzeitig am Marktplatz war. Vielleicht gab es auch noch andere Argumente, warum er den Bäckerladen gekriegt hat, man weiß es nicht, vielleicht ist es der Schwager von dem. Alles solche Argumente sind so ein bisschen diese Linearkausalität, ich verstehe es, ich habe selber schon Vorträge zum Cantillon-Effekt gehalten, ich habe selber schon erklärt, dass dieser Effekt existiert, aber ich glaube mittlerweile, wenn man das ein bisschen durchdenkt, dass dieser Effekt nicht linearkausal existiert, sondern dass er wirklich in ganz, ganz krassen Grenzbereichen tatsächlich passiert und das ist eine Wirtschaftstheorie, die hört sich logisch an, aber die ist faktisch, glaube ich, in der heutigen Welt nicht einfach so umsetzbar. Jetzt sind wir aber auch schon bei einer Stunde eins. Ich würde sagen, diesen Teil cutte ich. Ich mache jetzt auch gleich weiter. Ich mache aber daraus jetzt sozusagen mal Teil 2. Und ihr kommentiert einfach in die Videobeschreibung, wollt ihr den Teil 3 sehen oder nicht. Ich werde ihn jetzt direkt aufnehmen. Das heißt, der wird kommen. Ja, aber würde mich trotzdem über Support und Likes freuen und in die Kommentare, ob euch das Thema gefällt. Auch natürlich zu meinen Kommentaren immer wieder Infos, Inputs. Findet es gut, was ich sage, nicht so gut. Ich mache gleich weiter mit diesem Teil. Aber jetzt stoppe ich diesen Teil kurz und mache dann Teil 3 direkt im Anschluss.